Sehr geehrter Herr Minister, meine sehr verehrten Damen und Herren, in Griechenland und Deutschland sind zwei wunderschöne Länder, die traditionell sehr enge und gute Beziehungen haben. Wenn wir in die Geschichte zurückschauen, dann merken wir, dass es ganz viel Gemeinsamkeit an Austausch, an Menschen, die gedanklich sich eingebracht haben, in die verschiedenen Länder gegeben hat. Gleichzeitig wissen wir aber auch, dass in den vergangenen Jahren in Zeiten der Krise in Europa auch manches schwierig war zwischen unseren beiden Ländern und in der Europäischen Union insgesamt. Mein Anliegen, unser Anliegen ist es, dass wir anknüpfen an die guten, engen Beziehungen zwischen unseren beiden Ländern und dass wir gemeinsam überlegen sollten, was können wir dazu tun, um eine positive Entwicklung in Europa und in Griechenland im Besonderen zu erreichen. Wenn wir uns vor Augen führen, dass wir in Griechenland eine Jugendarbeitslosigkeit von ungefähr 50% haben, dann ist das in meinen Augen eine Katastrophe. Eine Katastrophe für die junge Generation, die in eine Perspektivlosigkeit hineingeht. Es ist eine Katastrophe, aber nicht nur für Griechenland, sondern auch für Europa, für uns alle in Europa. Ich glaube, wir sollten alle den Anspruch haben, alles dafür zu tun, dass die jungen Menschen in Griechenland, in Spanien, in Italien, in den nordischen Ländern eine Perspektive haben, sich zu qualifizieren und auch in Beschäftigung hineinzukommen. Wir haben von Seiten der Bundesregierung und hier vor allem im Bundesministerium für Bildung und Forschung überlegt, was können wir eventuell dazu beitragen. Wahr ist natürlich, dass die Ausgangssituation in beiden Ländern unterschiedlich ist. In Deutschland haben wir eine wirtschaftlich breit aufgestellte Volkswirtschaft. Der Mittelstand, der große Mittelstand, ist die Stärke unseres Landes. Wir haben aber auch viele kleine mittelständische Unternehmen. Wir sind relativ exportstark. Die Hälfte der jungen Generation wird qualifiziert nach ihrer Schulzeit im Bereich der beruflichen Ausbildung. Die andere Hälfte wird qualifiziert im Hochschulsystem. Darauf werden wir nachher noch näher eingehen. Worin liegen Vor- und Nachteile? Wenn ich es richtig wahrnehme, und das muss man, glaube ich, bei der Frage, mit welchen Mitteln wir an die Sachen herangehen und auch unsere griechischen Freunde herangehen, man muss die Ausgangssituation sehen. Und die ist natürlich in Griechenland so, dass es eine kleinere Industriebasis gibt als beispielsweise in der Bundesrepublik Deutschland. Wir haben eher eine niedrige Exportrate. Ich sehe mit Sorge, dass wir eine Abwanderung von innovativen Unternehmen und vor allem auch von guten jungen Leuten aus Griechenland haben. Das ist eine Riesenherausforderung. Eine relativ hohe Regulierungsdichte. Wir haben aber auch Dinge, die auf der Habenseite in Griechenland in meinen Augen sind. Ein Innovationssystem muss man nicht bei Null anfangen, sondern es gibt in Griechenland ganz hervorragende Forschungseinrichtungen mit Top-Leuten, die mit den besten Wissenschaftlern in Deutschland, in Großbritannien, in der ganzen Welt zusammenarbeiten. Griechenland hat eigentlich ein interessantes Netz, was vielleicht nicht genügend oder noch nicht genügend genutzt wird von exzellent ausgebildeten Griechen, die in anderen Ländern der Welt in interessanten Funktionen sind. Also diejenigen, die in der Diaspora sind. Was können wir eigentlich dafür tun, um sie wieder stärker mit dem Heimatland zu verbinden, um daraus einen Vorteil für die Entwicklung in Griechenland zu entwickeln? Wir haben im Bildungs- und Forschungsministerium überlegt, haben wir auch Möglichkeiten, einen Beitrag zu leisten. Und wir haben vor zwei, jetzt sind es fast drei Jahre, mit unseren griechischen Freunden vereinbart, dass wir ein deutsch-griechisches Forschungsprogramm auf den Weg gebracht haben. Wir werden darüber gleich noch näher sprechen. Es ist das einzige bilaterale Forschungsprogramm, was die Bundesrepublik Deutschland mit einem anderen Mitgliedsland der Europäischen Union hat. Dieses mit Griechenland. Das sagt Ihnen was über die Wertschätzung, die wir dem Lande und den Menschen in Griechenland gegenüber zum Ausdruck bringen wollen. Und wir werden darüber gleich noch näher sprechen. Wir sehen, dass es einen Riesenaustausch gibt zwischen Wissenschaftlern in Griechenland,
und in Deutschland. Und das macht mich erst einmal sehr glücklich und ich glaube, wir müssen das viel weiter ausführen. Und das andere ist, dass wir versucht haben, mit einigen interessanten auch Modellprojekten zu zeigen, wie duale Ausbildung in Deutschland funktioniert und wie sie eventuell in Griechenland noch verstärkt, wenn es die griechische Politik möchte, eingesetzt werden könnte. Immer unter der Frage, und das ist die Frage, die mich im Zentrum interessiert, wie können wir der jungen heranwachsenden Generation in Griechenland eine Perspektive in Griechenland geben? Das muss der zentrale Ansatzpunkt der gemeinsamen Aktivitäten sein. Und dazu wollen wir gerne unseren Beitrag leisten.